Hallo, mein lieber Schütze, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, lieber Schütze. Lieber Schütze, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Juli. Und zwar schauen wir uns die Liebe an. Egal, wo du gerade stehst, ob du in einer Beziehung bist, gerade dich in einer Trennung befindest, Single bist, in einer Verbindung bist, verheiratet, eben was auch immer, spielt gar keine Rolle. Wir schauen uns einfach neutral das Thema Liebe an. Lieber Schütze, denk auch daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle zutreffen, nimm wirklich nur das, was zu dir gehört. Erzwinge nichts. Hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Lieber Schütze, nach der Tarotlegung werde ich auch das Pendel ausführen, das heißt, du hast die Chance, eine Frage zu stellen. Und das Pendel gibt dir dann die Antwort. Und ganz wichtig, keine Frage bezüglich, liebt er mich oder liebt sie mich. Es muss eine andere Frage sein. Falls du natürlich eben eine Frage stellen möchtest. Wie immer, alle Informationen findest du unten in der Infobox. Box bezüglich persönliche Legungen. Dort findest du auch noch meinen zweiten YouTube-Kanal und auch meine zwei TikTok-Kanäle habe ich jetzt auch noch unten verlinkt. Ich versuche da jetzt ein bisschen wieder aktiver zu werden. Falls dich das interessiert, darfst du gerne reinschauen, mir da auch folgen. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch an. Schütze, was musst du wissen? Uiuiuiui. Sieben der Emotion, innere Einkehr. Innere Einkehr. Du bist ein sehr intuitiver Mensch und in deinem Inneren warten viele wundervolle Erkenntnisse auf dich. Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen, um dir mit Hilfe von Meditation oder Gebet über die Wünsche deines Herzens klar zu werden. Es besteht kein Grund anzunehmen, du müsstest jetzt sofort aktiv werden. Habe Geduld mit dir selbst. Du findest Antworten in der Stille, lieber Schütze, und du musst dich noch nicht entscheiden. Ja, ist lustig. Ich sage gerade, warum es lustig ist. Deine Engel bitten dich, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die du vor dir hergeschoben hast. Höchstwahrscheinlich weißt du, welche Entscheidung die richtige ist. Zögerst sie jedoch hinaus in dem Versuch, jemand anderen nicht zu verärgern. Bitte den Himmel um Führung und triff dann die Entscheidung, die deinem wahren Wesen entspricht, für alle Beteiligten optimal ist. Du siehst, da sagt die Karte, warte mit Entscheidung, und da sagt die Karte, hey, triff eine Entscheidung. Jetzt ist ganz wichtig, die Balance. Du kannst natürlich nicht 1000 Jahre warten mit einer Entscheidung und es vor dich herschieben. Das nicht. Keine Aufschieberitis, und wie sagt man? Das nicht, lieber Schütze. Bewusst entscheiden, dass du dich zurückziehst und dass du dich entscheiden wirst. Nicht einfach, ja, ich brauche Zeit, um zu entscheiden, und dann wird es unter den Teppich gekehrt und gehofft, dass es gut so ist. Das nicht. Kann es sein, dass es dein Gegenüber ist, der dich hinhält, der immer wieder sagt, ja, ich brauche Zeit, und es gehen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre vorüber. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Werde dir im Klaren, wer du bist und was du brauchst, und dann kannst du dich auch entscheiden. Zieh dich eben zurück, bewusst, und dann triffst du aber eine Entscheidung. Ganz einfach. Schauen wir mal mit dem Tarot, lieber Schütze. Was ist dein Hauptthema? Tarot. Gleich zwei, vier der Kelche. Das ist genau wieder das gleiche Thema, habe ich das Gefühl. Jemand möchte sich nicht entscheiden. Dreht sich im Kreis. Ja. Fragt, überlegst du schon länger Trennung? Ja. Nein.
Ja, nein. Irgendwie so. Kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist. Jemand zögert etwas hinaus. Kann ein Wasserzeichen sein, lieber Schütze, muss aber nicht. Ich sehe hier einfach vier. Der Kelch ist ja wirklich so der Kelch der Liebe, so wie ein Ast der Kelche, das aber wie geschrumpft ist. Und das heißt nicht geschrumpft vom Wert her, sondern es ist wie verborgen, es ist wie versteckt. Hier kommt, könnte eine versteckte Chance kommen, die du nicht siehst. Etwas ist wertvoller als auf den ersten Blick angenommen. So ist das. Hier könnte eine Chance für Liebe kommen, die du aber nicht siehst. Oder dein Gegenüber sieht es nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass du zu allem Ja und Amen sagen sollst. Überhaupt nicht. Einfach genau hinschauen und dir wirklich im Bewusstsein, dass du vielleicht auch nicht voreingenommen sein darfst. Ist auch oft ein Zeichen, dass der Partner eventuell ganz anders sein könnte, als man es sich vorstellt. Das ist nicht typisch Beuteschema. Aber hier ist eine Seelenverbindung. Ihr kennt euch schon aus einem vorherigen Leben. Was kommt sonst noch, Schütze? Ja. Jemand hat einfach Angst, sich zu binden, habe ich das Gefühl. Hat das Gefühl, es könnte vielleicht noch was Besseres kommen, Anführungsschlusszeichen. Du weißt, wie ich meine. Oder etwas verpassen. Was ich auch sehe, seit der Stäbe, Entscheidungen eben blockiert sein, Entscheidungen treffen. Falls du Single bist und auf der Suche bist, hast du unglaublich viele Optionen. Unglaublich viele. Viele Interessenten. Fast eben schon zu viel. Und ein Kelch davon ist dieser wertvolle Kelch. Könnte Chance für Liebe sein. Aber dieser Kelch ist etwas anders als du gewohnt bist, habe ich das Gefühl. Könntest du sehr leicht übersehen. Kann auch sein, dass dieser Kelch sich gerade in einer Scheidung befindet, nämlich auch wahr für einige. Oder du befindest dich gerade in einer Scheidung oder in einer Trennung. Schauen wir mal. Hier möchte eine neue Liebe deinen Weg kreuzen. Ja. Du musst wirklich schauen, dass dein Kopf nicht zu voll ist. Weil sieben der Kelche ist auch immer so ein bisschen, man malt sich gewisse Dinge aus, die aber nicht echt sind, die nicht Hand und Fuß haben. Da musst du einfach etwas Acht geben. Ja, so ein bisschen Mühe haben, den Überblick zu behalten. Vielleicht auch gefühlstechnisch, oder? Aber hier kommt die Klarheit eigentlich. Jemand schenkt dir ein gutes Gefühl oder du schenkst dieser Person ein gutes Gefühl. Könnte auch jemand sein, der selbstständig ist, unabhängig, vor allem auch finanziell gesehen. Oder das bist du. Könnte auch jemand sein, der schon länger Single ist. Ja, und schon ein bisschen die Welt bereist hat. Waage Energie, Justice. Warum diese Trennung? Ja. Wasserenergie, Jungfrauenergie und Erdenergie. Irgendwo ist kein Gleichgewicht. Es muss eine Entscheidung her. Und jemand sucht nach einer Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du eben nach einer Entscheidung suchst. Aber schau, hier könnte Liebe kommen. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Chance für Liebe. Aber du siehst es wie nicht richtig. Oder dein Gegenüber sieht es nicht. Zwillingenergie, Stier-Löwe-Energie und Wassermann-Energie. Hier könnte eine Liebe kommen, ganz klar. Etwas Schönes kann hier entstehen, was dir auch Vertrauen schenkt.
dir auch so ein Herzöffner, habe ich das Gefühl, oder du öffnest jemandem dein Herz. Oder durch dich kann jemand sein Herz öffnen, aber dafür muss zu gegebener Zeit auch eine Entscheidung für sich selbst getroffen werden. Vielleicht auch eine Entscheidung zwischen zwei Personen. Ja, tiefe Leidenschaft. Tiefe Leidenschaft. Und ich sehe auch, dass man sich von einer anderen Person abwendet. Du warst dir schon nicht, also bist dir nicht sicher am Anfang, ob das wirklich was, ob du wirklich vertrauen kannst, ob das wirklich geht, oder dein Gegenüber ist sich nicht sicher. Aber das Vertrauen kommt, weil es ist so eine sanfte Energie. Ja, es ist schön. Es ist wirklich schön. Jemand steht sich selbst im Weg, wünscht sich Liebe, aber wenn sie kommt, erkennt man sie nicht. So fühlt sich das an, auf den ersten Blick nicht erkennbar. Weil die Person vielleicht ganz anders aussieht oder anders ist, als du dir gedacht hast. Vielleicht dachtest du, du brauchst das und das und dabei brauchst du eigentlich was ganz anderes. Wassermann-Energie. Kompromisse, Lösungen, Glück. Hier liegt das Glück, lieber Schütze. Ganz fest. Wenn du dich nicht selbst blockierst oder dein Gegenüber natürlich, kann ja auch gespiegelt sein. Was ist denn der Rat? Was ist der Rat, Liebe? Fokus. Behalte dein Ziel vor Augen. Was willst du im Leben? Wie soll eine Beziehung aussehen? Mach sie nicht zurecht, sondern im Generellen neutral. Wie sieht eine Beziehung für dich aus? Wie sieht Liebe für dich aus? Was bringt sie mit sich? Wie sieht das gemeinsame Leben aus? Reist ihr viel? Oder reicht ihr einmal im Jahr in die Ferien zu gehen? Oder möchtest du andauernd rausgehen? Oder möchtest du lieber zu Hause bleiben? Überleg dir ganz genau, was du möchtest und auch nicht, wer du sein möchtest, sondern auch wer du bist. Weil manchmal möchte man was sein, was man gar nicht ist. Und das ist, ich finde es schon schön, wenn man sich überlegt, wenn man sein möchte, aber man muss auch überlegen, bin ich das? Du kannst dich nicht verbiegen. Weil das führt manchmal auch zum Nicht-Selbst, oder? Und das Ziel ist ja, dass du dein wahres Selbst lebst. Und darum überlege ganz genau, was ist dein wahres Selbst? Wie lebt dein wahres Selbst eine Beziehung aus? Und finde dein Ebenbild diesbezüglich. Und es kann sein, dass dein Ebenbild mit dieser Energie, ich meine jetzt Energie, energetisch, das heißt nicht, dass die Person gleich ist wie du, ich rede nur von Energie, dass sie vielleicht ganz anders ist, als du denkst, weil hier im Schatten, schau, der Turm und die Hohepriesterin, hier liegt eine tiefe Seelenverbindung mit jemandem. Jemand ist für dich bestimmt, aber hier liegt auch, da ist noch jemand, der, da hat es kein Fundament, das bricht zusammen, aber liegt im Schatten, du siehst diese zwei Dinge nicht. Ja, interessant. Etwas hat wie kein Boden oder ist nicht, ja. Ist nicht richtig da, aber du siehst es nicht. Und etwas ist da und das siehst du auch nicht. Ganz komisch. Ja, schade, aber blockier dich wirklich nicht selbst. Das ist einfach wichtig. Lieber Schütze, deine Frage. Denk daran, keine Frage, liebt er mich, liebt sie mich, das nicht, sondern stell eine andere Frage. Ich habe das Pendel schon vorbereitet. Falls du noch nicht weißt, was du für eine Frage stellen solltest, kannst du jetzt auf Pause klicken und dir das überlegen. Und wenn gar nichts kommt, dann musst du auch wirklich nichts erzwingen. Also das macht ja auch keinen Sinn, oder? Darum überlege jetzt oder sonst auf Pause.
Schütze, deine Frage, Juli. Die Antwort wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, lieber Schütze, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.